Dice Roll Gaming. It's come on time. Talk about leader. Amiga. It's come on time. Enjoy my channel and have fun. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. It's Amiga Time. Ich habe den Amiga ausgepackt und schaue mir heute Saint Dragon auf dem Amiga an. Ich wollte es eigentlich erst auf dem C64 aufnehmen, aber irgendwie kriege ich das bei mir auf dem C64 nicht ans Laufen. Vielleicht muss ich mir da mal eine andere Version runterziehen oder so. Naja, jetzt habe ich entdeckt, dass es eine Amiga-Version gibt, also schaue ich mir die dann stattdessen mal an. Ah ja, für Spectrum gibt's sie auch, für ein Amstrad auch. Ach, das ist ja interessant. Amiga NST Artist, CBM 64. Also es gibt wirklich verschiedene Versionen für verschiedene Systeme. Und so, jetzt hoffe ich, jetzt kann ich hier mal irgendwie einfach reingehen ins Geschehen. Geht schon los? Tatsächlich. Okay, geht direkt los ohne Vorwarnung. Ich steuere das, wie man unschwer hört, mit dem Competition Pro. Und ja, ich habe das noch von damals in Erinnerung. Ich kenne das vom C64. Ich weiß nicht mehr, ob ich es auf dem Amiga gespielt habe, aber die C64-Version kenne ich auf jeden Fall. Die habe ich damals auch gezockt. Ah, scheiße, jetzt habe ich da irgendwie... Ah, ich habe es doch eingesammelt. Okay. Bessere Schüsse. Ich kann den Feuerknopf gedrückt halten, stelle ich gerade fest. Oder schieße ich schneller, wenn ich... Nee, das macht keinen Unterschied. Okay, ich kann es gedrückt halten. Gut. Inwiefern das jetzt wichtig ist, dass man seinen Schwanz in Sicherheit bringen muss, das weiß ich nicht. Vielleicht kann ich den auch in... als... Oh, scheiße, man darf auf jeden Fall nicht mit dem Boden kollidieren. Das habe ich gerade entdeckt. Muss man irgendwas mit Spacer machen? Nö, gut. Okay, also man steuert es ganz normal mit dem Joystick, muss sich umsonst nichts weiter kümmern. Das ist doch schön und kann den Feuerknopf gedrückt halten. Oh, und kann sich dämlich anstellen. Oh Mann. Kiss the ground. Das ist wieder ein typischer Tomaniac. Ja, ich spiele das jetzt seit weiß ich nicht wie vielen Jahren zum ersten Mal. Ich habe das schon ewig nicht mehr gezockt und von dem her, ja, jetzt mal. Wow, wow, oh, scheiße, was war das denn? Stimmt, dieser Panther, ja, da erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich wieder dran. Da muss man halt irgendwie gucken, dass man dem ausweicht. Letztes Leben. Da komme ich ja wirklich richtig weit, muss ich sagen. Ne, nicht. Ah. Oh, oh. Okay, an dem bin ich vorbei. Oh, da ist wieder was. Oh, das ist noch so ein Vieh. Okay. Gut runterhergetaucht. Was haben wir hier? Speed? Vielleicht? Könnte sein, ja. Ich frage mich, ob man das Vieh auch irgendwie weggeschossen kriegt. Oh, da ist nochmal was. Gefällt mir. Ich habe es ewig nicht mehr gezockt. Aber ich stehe auf so Spiele. Ich kann die zwar meistens nicht, aber ich habe die immer gerne gespielt. Ich habe es damals wahrscheinlich auch immer wieder mal versucht, weiterzukommen. Ja, mit dem letzten Leben stelle ich mich jetzt nicht ganz so dämlich an. Boah, da hatte sich ein Schuss von hinten verirrt. Oh, jetzt habe ich ein Schutzschild, so wie es aussieht. Aha. Cool, diese metallisch glänzenden Viecher. Es hat was. Was ist das? Dülüm! Eingesammelt ist das. Da unten ist was. Uiuiui. Ui, ui. Und da auch. Ja, so langsam gefällt mir meine Bewaffnung. Okay, das riecht nach Endgegner.
Springt der auch? Ey, Alter, hier lassen wir die Kuh fliegen! Ja! Oh, Alter! Der Kopf ist ab. Scheiße, ey, da kommen Laserstrahlen aus dem kaputten Vieh. Mach keinen Fehler! Tu nichts Unüberlegtes, du Mistvieh. Ja! Ja! Geh kaputt. Boah! Ah, scheiße, ich bin abgerutscht. Nein. War das mein letztes Leben oder habe ich noch? Oh, ich habe noch. Jetzt ist die Frage. Oh, ich habe meine Bewaffnung noch. Das ist aber sehr gnädig, muss ich sagen. Es gibt viele Spiele, die verzeihen einen solche Fehler überhaupt nicht. Da hast du alles weg und musst bei Null anfangen. Gut, man muss halt den Levelabschnitt nochmal machen, aber die Bewaffnung habe ich jetzt irgendwie noch. Scheiße! Hatte ich jetzt irgendwie noch. Continue. Ja. Ah, gut, ich kann mit derselben Bewaffnung auch continuen. Nicht wie bei vielen Konsolen-Games, wo du dann bei Level 1 wieder irgendwie von vorne anfängst oder eben am Start des jeweiligen Levels, je nachdem wie weit man gekommen ist. Cool, man behält sogar noch die Waffen. Das gefällt mir jetzt. Saint Dragon auf dem Amiga. Das wäre doch mal was für... Oh. The Shadows Knows, wäre das nichts für dich, ein Let's Compare-Video zu machen? Weil vorhin habe ich ja aufgezählt, es gibt wirklich für die verschiedenen, für mindestens vier verschiedene Systeme. Mich würde nämlich auch zum Beispiel mal interessieren, ob auf dem ST das ein Lazy Port ist oder so. Also, da wäre ich echt mal interessiert. Ein Vergleichsvideo. Vielleicht hast du ja Bock. Und machst. Guckst dir das mal an. Alter, diese verirrten Schüsse, die da von hinten teilweise kommen, die sind echt nervig. Was mir jetzt auffällt, ist schon, es gibt leichte Performance-Einbußen, ne? Wenn viel auf dem Bildschirm los ist. Boah. Hab ich da noch einen Schuss ins Genick gekriegt? Okay, jetzt komme ich mit besserer Bewaffnung, du Vieh. Hoffentlich beeindruckt dich das. Scheiße, was war das? Nicht beeindruckt. Fuck. Muss ich mir noch mehr Extras ranholen hier irgendwie? Passierte mal einen Moment lang nichts. Diese kleinen Kackbratzen, ne? Kacken da einfach so einen Schuss ins Genick. Drecksvolk, ey. Die muss ja echt vernichten. Sonst jagen sie dir da so ein Ei unter. Das ist ja echt gemein. Ja, diesmal habe ich dich. Drecksvieh. Aber da sind noch mehr. Ja! Oh, das war eng. Aber es ist nice. Es hat mir damals schon Spaß gemacht auf dem C64. Wie gesagt, Amiga weiß ich gar nicht, ob ich das damals hatte. Gerade noch so gekriegt. Ich frage mich, ob ich nicht sowieso schon die volle Bewaffnung habe. Du, du doofe Kuh! Komm, du doofe Kuh, mach den jetzt fertig! Ah, der Feuerball war es vorhin, wo ich nicht aufgepasst habe. Uiui! Oh, Alter! Hau ab! Ja, ja, nice, klar. Ah, nein! Scheiße. Hust. Verdammt.
Tja, also, und jetzt? Please insert Saint Dragon Disk. Die ist drin. Ich hab sie. Hallo. Na, muss er wie, hä? Der lädt ständig nach, habe ich vorhin festgestellt. Also das Laufwerk ist immer dran. Der lädt ja anscheinend irgendwie ununterbrochen, so dass man das dann in einer Tour kontinuierlich irgendwie durchzocken kann oder was, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb er leichte Performance-Einbrüche hat, wenn mal mehr auf dem Schirm los ist. Aber es macht es halt ein bisschen leichter zu steuern. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon die volle Bewaffnung, oder? Ich frage mich, ob da noch mehr geht. So, tja, also, lass es Maul zu, Viech. Bleib mir weg. Ich frage mich, ob der da unten sowieso überhaupt hin kann. Oh, hau ab! Weg! Stehe ich da sicher? Kann ich mich da in die Ecke quetschen? Ich habe ja irgendwie nicht das Gefühl, dass dieser Trick funktioniert. Aber ich probiere es. Komm runter! Los! Nein! Nein! Dieser Trick funktioniert nicht. Okay, gut. Ich glaube, das. Ja. Das reicht mal für einen kleinen Einblick. Saint Dragon auf dem Amiga, an sich echt cooles Game. Ja, ich habe es wie gesagt auf dem C64 ganz gerne gezockt. Am Amiga kann ich mich jetzt nicht so richtig erinnern, aber es gibt eben für die verschiedenen Systeme, da hat man es rausgebracht. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Mir hat Zocken auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Bleibt mir treu, empfiehlt mich weiter. Ciao, Leute!